jetzt seit einigen Jahren in Assistenz tätig, Ausland, Deutschland, und im Laufe der Jahre viele Erfahrungen gemacht und war jetzt neugierig auf dieses Seminar. Blick auf die Zukunft, Blick darauf, dass ich auch älter geworden bin, sich das Umfeld verändert hat, die Anforderungen. Viele haben ja so ein bisschen Angst, dass die Digitalisierung erst die Aufgaben wegnimmt und dann geht der ganze Job vielleicht sogar noch weg, aber so ist es gar nicht. Jetzt ist die Zeit tatsächlich, sich vom Generalisten zum Experten zu entwickeln. Es ist natürlich an jeder Assistentin so ein bisschen selber dran, wie sie sich aufstellen möchte, wie sie auf die Digitalisierungsprojekte ein bisschen aufspringen möchte. Man muss ein bisschen rechts und links schauen, was passiert im Markt, wie muss ich mich aufstellen, wie kann ich mein Profil erweitern. Also da ist ganz, ganz viel Wollen dabei und dann stehen, glaube ich, sehr, sehr viele Türen offen für die Assistenzen, sich auch in verschiedenen Bereichen zu spezialisieren, ein bisschen vielleicht im Social Media reinzugucken, im Marketing ein bisschen reinzuschauen, hier an der einen oder anderen Stelle eine Auswertung für die Buchhaltung mitzumachen. Also da sind viele, viele Dinge gegeben und man muss natürlich immer top of the game bleiben, wie es so schön heißt. Es kommt wirklich sehr viel Technik auf uns zu. Es wird alles maschinell umgesetzt. Also die Assistenz 4.0 ist nicht nur der eigene Einsatz im Büro, sondern auch mit technischen Hilfsmitteln verbunden. Ich finde Frau Brandl sehr sympathisch, sehr offen, sehr ruhig in ihrer Ausstrahlung, sehr überzeugend, gut in ihren Argumenten, den Beispielen, was sie zeigt. Viel Food for Thought, viele Dinge, die mir jetzt schon so im Kopf rumgehen und die ich mit Sicherheit mit nach Hause nehmen werde und hoffentlich auch dann im Büro anwenden. Und auch die Erfahrung von der Seminarleiterin, das ist einfach Gold wert.